Liebe Genossinnen und Genossen, die Lage in Hessen ist nicht so rosig, wie die Landesregierung sie gerne darstellt. 900.000 Menschen sind in Hessen von Armut bedroht, 500.000 Menschen arbeiten zu Niedriglöhnen und diese Zahlen sind in den letzten Jahren angestiegen, trotz guter Haushalts- und Konjunkturlage. Jedes siebte Kind, jedes fünfte Kind und jeder siebte in Hessen leben in Armut. Und ich sage euch, wenn Menschen den ganzen Tag arbeiten, aber kaum über die Runden kommen, wenn Eltern ihren Kindern erklären müssen, dass ein Eis, ein Kinobesuch oder ein Schulausflug einfach nicht drin ist, wenn Rentnerinnen und Rentner gezwungen sind, Flaschen zu sammeln, weil ihre Rente nicht reicht, ja, liebe Genossinnen und Genossen, dann sind das Zustände, mit denen wir uns niemals abfinden werden, schon gar nicht in einem so reichen Land wie Hessen. In einem reichen Land streiten wir alles Ernstes darüber, wer zuerst aussortierte Lebensmittel bei der Tafel essen darf. Dass so viele Menschen auf Tafeln angewiesen sind, das ist doch die Folge der Politik der Bundesregierungen in den letzten Jahren. Und deshalb, arme Menschen und Flüchtlinge dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Grenze verläuft zwischen oben und unten und das Erste, was weg muss, sind die Hartz-Gesetze, liebe Genossinnen und Genossen. Ich wusste ja, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt schlimm ist. Aber im OB-Wahlkampf habe ich vieles gesehen und gehört, was meine Befürchtungen noch übertroffen hat. Mieter berichten von drastischen Mieterhöhungen, von Schikanen und Versuchen, Häuser aufzukaufen und zu entmieten, um sie in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Ganze Viertel werden gentrifiziert, Mieterrechte mit Füßen getreten. Und dass mit den Mieterinnen und Mietern in diesem Land so umgegangen wird, das liegt daran, dass es einen großen Mangel an bezahlbarem Wohnraum gibt. Und genau das wollen und das müssen wir ändern. Unter den CDU-geführten Landesregierungen hat sich die Zahl der Sozialwohnungen seit den 90er Jahren quasi halbiert auf gerade mal noch 93.000. Und immer jedes Jahr fallen mehr Wohnungen aus der Bindung, als neue entstehen. Stattdessen werden Privat- und Eigentumswohnungen gefördert, auch in diesem Koalitionsvertrag der Großen Koalition jetzt wieder. Ihr erinnert euch vielleicht an den FDP-Politiker Lambsdorff, der im Bundestagswahlkampf der Alleinerziehenden erklärt hat, sie solle sich doch ein Haus kaufen, um sich vor Altersarmut zu schützen. 40% der Bevölkerung besitzen kein Vermögen oder sie haben Schulden. Diese Menschen können kein Eigentum erwerben. Und deshalb erinnert mich das sehr an Marie Antoinette, wenn man den Leuten sagt, wenn ihr euch die Miete nicht leisten könnt, kauft euch doch ein Haus. Wenn ihr kein Geld habt, kauft doch Aktien. Und wenn ihr kein Brot habt, dann esst doch Kuchen. Das ist zynisch gegenüber den vielen Menschen in diesem Land, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und es ist falsch, die Schaffung von Wohnraum dem Markt zu überlassen, weil private Investoren wollen vor allem eins, nämlich möglichst viel verdienen. Und während Eigentümer Gebäude grundlos leer stehen lassen, werden Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher zu Umzügen gezwungen, weil ihre Wohnung 3 Quadratmeter zu groß ist. Das ist die Situation, die wir derzeit haben. Und das Land Hessen verschlimmert die Situation noch. In Frankfurt hat das Land Hessen geradezu beigetragen, dass die Bodenpreise weiter in die Höhe schießen durch den Verkauf des Polizeipräsidiums. Für Frankfurt gilt leider, Frankfurts derzeit größter Spekulant, das ist das Land. Und genau diese Bodenpreise, die müssen eingedämmt werden, damit die Spekulation von Wohnungen und Grundstücken endlich unterbunden wird, liebe Genossinnen und Genossen. In einem reichen Land wie Hessen darf Bildung nicht abhängig sein vom Geldbeutel der Eltern. Und man darf Schulen nicht daran erkennen, dass sie das marodeste Gebäude des ganzen Stadtteils sind. Draußen bröckelt der Putz und drinnen fehlen die Lehrer. Bildungspolitik in Hessen ist unterfinanziert und sie ist kurzsichtig. Jahrelang wurde gesagt, die Schülerzahlen gehen zurück, wir brauchen ja nicht so viele Lehrer. Jetzt stellt sich heraus, die ganzen Prognosen, war alles falsch. Schon jetzt können Lehrerstellen nicht besetzt werden. Und das ist kein Wunder, wenn man sich anschaut, wie das Land Hessen mit seinen Lehrern umgeht. Den Grundschullehrern wird gleiche Bezahlung verwehrt. Jahrelang mussten sich Lehrerinnen und Lehrer arbeitslos melden in den Sommerferien, die angestellt waren, damit das Land Geld spart. Das ist doch kein Wunder, dass man keine Lehrer findet, wenn man mit den Lehrerinnen und Lehrern so umgeht. Und deshalb, wir wollen mehr Geld ausgeben für Bildung. Und wir wollen das mehrgliedrige Schulsystem, das die soziale Spaltung zementiert, statt es zu überwinden. Dieses mehrgliedrige Schulsystem wollen wir überwinden, liebe Genossinnen und Genossen.
Im Frankfurter OB-Wahlkampf wurde ich lange belächelt für unsere Forderung und das Plakat Bus und Bahn zum Nulltarif. Das sei ja völlig unrealistisch. Es hat sich dann so 2 Wochen vor der Wahl geändert, als die Bundesregierung auf einmal die Idee aufgegriffen hat. Und das zeigt mal wieder, was unrealistisch ist und was nicht, ist eben vor allem eine Frage des politischen Willens. Und wenn in Deutschland Fahrverbote drohen, dann wird man auf einmal erstaunlich kreativ. Aber unter den Ersten, die erstmal kräftig auf die Bremse getreten haben, war der grüne Minister Tarek Al-Wazir. Statt als Grüner das zu begrüßen und zu sagen, jetzt geht mal das Geld rüber, Bundesregierung, hat er sofort gesagt, das ist vollkommen unrealistisch und überhaupt nicht finanzierbar. Man erinnert sich ja manchmal wehmütig zurück an Zeiten, in denen die Grünen noch sowas wie Visionen hatten, an denen die Grünen noch über den Tag hinaus dachten. Als die Grünen Anfang der 80er Jahre die Abschaltung der Atomkraftwerke gefordert haben, sind sie als Spinner bezeichnet worden. Ich würde mir ja wünschen, dass die Grünen mal eine Minute länger darüber nachdenken kann, wie man gute Ideen umsetzt, statt sofort Argumente zu ihrer Verhinderung zu entwickeln, liebe Genossinnen und Genossen. Bei 2-stelligen Milliardenbeträgen für Subventionen von Diesel, Kerosin und Dienstwagen fragt übrigens niemand, wie das zu finanzieren ist. Und diese 2-stelligen Milliardenbeträge könnte man sofort in den ÖPNV umleiten, damit wäre schon der Nulltarif finanziert. Und damit könnte man das Angebot ausbauen, barrierefrei machen, gute Arbeitsbedingungen schaffen. Und genau das brauchen wir, um Schadstoffe zu reduzieren, um den Klimaschutz einen Beitrag zu leisten. Und vor allem ist es natürlich auch eine sozialpolitische Maßnahme, weil wir nicht wollen, dass Menschen keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben, dass sie nicht mobil sind, nur weil sie sich die teuren Fahrkarten nicht leisten können, liebe Genossinnen und Genossen. In der Flughafenpolitik, sowohl Kassel-Calden als auch Frankfurt, ist der Politikwechsel, der versprochen wurde, komplett ausgefallen. Das Terminal 3 wird gebaut, mit Ryanair hat man noch Lohndrücker den roten Teppich ausgerollt. Bei der Energiewende sieht es schlecht aus, da ist Hessen jetzt nur auf Platz 14, so um 2 Plätze nach unten gegangen. Ich sag mal so, dafür hätte man auch keine 2 grünen Minister gebraucht, das hätte die FDP auch alleine geschafft, liebe Genossinnen und Genossen. Wir brauchen ein groß angelegtes Investitionsprogramm, auch damit die Kluft zwischen Stadt und Land nicht immer größer wird. Wir wollen Kliniken im ländlichen Raum erhalten, statt sie zu schließen. Und man muss in diesen Zeiten ja mal daran erinnern, Krankenhäuser müssen sich nicht rechnen. Die Aufgabe von Krankenhäusern ist es, Menschen gesund zu machen. Und wenn es 3 Tage länger dauert, dann dauert es eben 3 Tage länger. Gesundheit ist keine Ware und Krankenhäuser sind keine Renditeobjekte. Und ich finde ja, die CDU redet ja mal gern von der Sicherheit, die bedroht ist in diesem Land. Ich finde, wenn man wirklich mal was für mehr Sicherheit in diesem Land machen will, dann sollte sich mal darum kümmern, dass das Krankenhauspersonal nicht chronisch überlastet ist. Und dann sollte man was gegen Krankenhauskeime machen. Das ist nämlich eine wirklich große Gefahr für die Sicherheit in diesem Land. Die Landesregierung hat über Jahre hinweg Personal abgebaut, in vielen wichtigen Bereichen. Sie ist ausgetreten aus der Tarifgemeinschaft der Länder. Aber die überflüssigste aller Behörden, die darf sich über zusätzliche Mittel und Befugnisse freuen. Dabei hat keine Behörde in den letzten Jahren so sehr für ihre eigene Abschaffung geworben wie das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz, liebe Genossinnen und Genossen. Und das zeigt die Geschichte des NSU. Akten wurden vernichtet, Hinweise nicht nachgegangen, rechte Strukturen wurden nicht bekämpft. Statt dass man endlich mal aufhört, V-Männer dafür zu bezahlen, dass sie Nazis sind. Wir zahlen Neonazis dafür, dass sie Neonazis sind. Das ist doch absurd. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat keine Sicherheitslücke. Es ist eine Sicherheitslücke im Kampf gegen rechts, liebe Genossinnen und Genossen. Aber trotzdem will Schwarz-Grün hat erheblich Stellen aufgebaut und will jetzt diesem Landesamt für Verfassungsschutz, in dessen Abgründe wir 3 Jahre lang schauen konnten im NSU-Untersuchungsausschuss, die sollen jetzt auch noch den Staatstrojaner bekommen, um die eigenen Bürgerinnen und Bürger zu bespitzeln. Und noch schlimmer, statt Projekte gegen Rechts und für Demokratie zu unterstützen, will Schwarz-Grün die Extremismusklausel wieder einführen. Das muss man sich mal vorstellen. Dass Projekte, die gegen rechts kämpfen, sich jetzt vom Landesamt für Verfassungsschutz, das einen Andreas Temme beschäftigt hat, kontrollieren lässt. Und deshalb
Wer für Bürgerrechte streitet, muss diesen Gesetzentwurf ablehnen, liebe Genossinnen und Genossen. Schwarz-Grün hat einen Abschiebeknast errichtet, um Menschen zu inhaftieren, die kein Verbrechen begangen haben. Sie sind einfach nur in dieses Land gekommen. Und wir sagen, Flucht ist kein Verbrechen. Und deswegen lehnen wir diesen Abschiebeknast ab. In Offenbach haben Schülerinnen und Schüler über 50.000 Unterschriften gesammelt für das Bleiberecht der 70 afghanischen Mitschüler, die alleine in Offenbach von der Abschiebung betroffen sind. Warum? Weil sie 18 geworden sind. Was für Jugendliche normalerweise ein Grund zur Freude ist, ist für diese Jugendlichen eine Katastrophe, weil es ihr Bleiberecht gefährdet. Wir sagen, es ist unverantwortlich, Menschen in ein Kriegsgebiet abzuschieben. Diese Abschiebungen nach Afghanistan müssen sofort beendet werden. Das sind Zugeständnisse nach Rechtsaußen. Und wenn man zulässt, dass rechtspopulistische Forderungen wie die Obergrenze und die Aussetzung des Familiennachzugs in den Koalitionsvertrag geschrieben wird, dann schwächt man die AfD nicht, sondern man stärkt sie, weil man doch faktisch ihre Forderungen erfüllt. Und wörtlich heißt es in diesem Koalitionsvertrag, wörtlich, wir wollen Anreize ausschließen, die dadurch entstehen, dass Minderjährige von ihren Eltern unter Gefährdung des Kindeswohls zukünftig auf die gefährliche Reise vorgeschickt werden. Wer schreibt sowas? Das ist zynisch. Es sind doch nicht die Eltern in Syrien, im Irak, in Afghanistan, die das Kindeswohl gefährden. Es ist doch der Krieg, der das Kindeswohl gefährdet. Und diese Kriege werden mit hessischen Waffen zum Teil noch geführt. Und deshalb lehnen wir diese Abschiebepolitik ab, wenn Zwölfjährige alleine nach Mazedonien abgeschoben werden, wenn Väter von ihren Familien getrennt werden. Wenn es auf dieser Welt keine Obergrenze für Leid gibt, dann darf es auch keine Obergrenze für Flüchtlinge geben. Und deshalb brauchen wir offene Grenzen für Menschen in Not statt eine immer weitere Aushöhlung des Asylrechts, liebe Genossinnen und Genossen. Ich komme zum Schluss. Und mit Blick auf die Zeit, die Linke ist jetzt seit 10 Jahren im Hessischen Landtag. Ein Grund zu feiern, wir haben am 5. April 2008 war die konstituierende Sitzung. Und ich glaube, in diesen 10 Jahren haben wir eine ganze Menge erreicht. Wir haben dazu mit beigetragen, die Studiengebühren abzuschaffen. Es hat die Linke gebraucht, um die NS-Vergangenheit von hessischen Landtagsabgeordneten aufzuarbeiten. Wir haben im Bereich Sonntagsarbeit viel gemacht. Wir haben die betrieblichen Kämpfe. Ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen. Wir haben das ja auch im Programm ein bisschen niedergeschrieben. Das alles haben wir geschafft, nicht weil wir einfach gute Parlamentsarbeit machen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Vor allem haben wir das aber geschafft in Zusammenarbeit mit den sozialen Bewegungen, mit den Bürgerinitiativen und natürlich mit den Gewerkschaften. Und deswegen ist die Linke eine Partei, die nicht einfach sagt, wählt uns und dann könnt ihr euch wieder 4 Jahre hinlegen, sondern die sagen, wählt uns, aber kämpft gemeinsam mit uns um eine bessere Gesellschaft, weil ohne gesellschaftlichen Druck, ohne Proteste und Bewegung wird sich in diesem Land nichts zum Guten verändern, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb, wir machen viele konkrete Verbesserungsvorschläge und der ganze Programmentwurf ist voll von diesen guten Verbesserungsvorschlägen. Aber wir sind die Kraft, die auch im Landtag deutlich macht, dass wir eine grundsätzliche Kritik an diesem Kapitalismus haben, weil es ein perverses Wirtschaftssystem ist, in dem wir leben. Und wir machen deutlich, dass wir nicht nur Stellschrauben drehen wollen, sondern wir wollen die Gesellschaft grundlegend verändern, weil eine wirklich demokratische Gesellschaft sich nicht erreichen lässt, wenn man die Eigentumsverhältnisse so lässt, wie sie heute sind. Wir können uns nicht damit abfinden, dass die Demokratie am Betriebstor endet und dass Konzerne über unser Leben bestimmen. Deswegen wollen wir die Eigentumsverhältnisse so, wie sie sind, heute verändern, damit wir eine demokratischere Gesellschaft haben und wirklich alle Menschen gleiche Rechte haben. Und das mag unrealistisch
realistisch klingen, aber wenn Menschen nur für das gekämpft hätten, was realistisch erschienen wäre, würden wir dieses Jahr auch nicht 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern, liebe Genossinnen und Genossen. Und in diesem Sinne, wir stehen gerade bei den Umfragen bei 7-8%. Wir haben richtig viele Mitglieder gewonnen, Jan hat das gesagt. Wir sind verankert vor Ort. Ich freue mich auf diesen Wahlkampf mit euch. Lasst uns heute ein gutes Programm beschließen und eine gute Debatte haben. Vielen Dank.